Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorlauf zum Spiel gegen den FC Astoria Waldorf. Vorab noch die Information hinsichtlich der zweiten DFB-Pokalrunde. Der DFB hat das Spiel heute final angesetzt. Es wird Dienstag, den 29. Oktober um 18.30 Uhr sein. Der Spielort ist noch offen. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, wollen aber jetzt keine Wasserstandsmeldung oder Tendenzen kommunizieren, sondern wenn das feststeht, wo wir spielen, werden wir es per Pressemitteilung kommunizieren. Wir bitten da heute auch Fragen zum Thema Stadion oder auch grundsätzlich zum Spiel gegen Köln heute nicht stattfinden, sondern wir sind hier zum Spiel gegen Astoria Waldorf. Da kann man vorab sagen, dass Steven Zellner ausfallen wird. Er hat seine Verletzung noch nicht komplett auskuriert. Dementsprechend wird er nicht zur Verfügung stehen. Bei Manuel Zeit sieht es ganz gut aus, dass er morgen auflaufen kann. Am Ende entscheidet es natürlich der Trainer. Deswegen auch da herzlich willkommen zum Cheftrainer Dirk Klöpfner und Christoph Schorsch zu meiner Rechten. Dann dürft ihr bitte starten mit euren Fragen an die beiden. Hoffen wir dann auf gute Spielfragen. Dirk, 3:2 in Balingen, hat dir nicht alles gut gefallen, hast du auch relativ deutlich ausgedrückt nach dem Spiel. Gregorowski hat so ein bisschen als vielleicht Arroganzanfall bezeichnet, was vielleicht nicht so richtig war, aber wie hast du das jetzt aufgearbeitet unter der Woche mit der Mannschaft? Also klar ist, dass das war schon intern angesprochen haben, das Spiel auch analysiert haben und grundsätzlich glaube ich, dass du an einem normalen Tag, so wie wir es dann gespielt haben, 25 Minuten, dass du da 3-0 führst. Ja? Jetzt war es aber nicht der normale Tag, wo du die Dinger, die du dann hast, auch wirklich verwertest. Und so hat sich dann natürlich so entwickelt, dass auch ein Gegner im Verlauf eines Spiels mal stärker wird und dass es dann darüber hinaus dann die eine oder andere Unsauberkeit hat in seinem eigenen Spiel. Das war halt der Fall in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass es Arroganz war. Arroganz ist es, wenn du dann Hackespitze 1-2-3 spielst. Das haben wir ja nicht gemacht. Sondern es war einfach die Tatsache, dass wir ein paar Nachlässigkeiten innerhalb der Mannschaft hatten. Dass wir nicht mehr ganz so sauber gespielt haben, aber hauptsächlich auch vor allen Dingen, dass wir nicht mehr so griffig waren so in dieser Phase des Spiels oder die letzten 75 Minuten. Ja, die Bälle, die wir in den ersten 25 Minuten gewonnen haben, erste Bälle, zweite Bälle mit 3 Leuten um den Ballführenden herum, das haben wir in den ersten 25 Minuten sehr gut gemacht und das wurde im Verlauf des Spiels halt ein bisschen weniger. Und dann hat man gemerkt, dass jede Mannschaft dann auch in der Lage ist, gegen uns Tore zu erzielen, beziehungsweise auch zu ihren Torchancen zu kommen. Und das haben wir angesprochen, die Mannschaft nochmal sensibilisiert darauf. Und ich denke, dass es auch angekommen ist. Und für uns geht es jetzt halt darum, diese gute Woche, die wir einfach hatten letzte Woche, na, die müssen wir jetzt auch nicht schlechter reden, als sie war. Ja, wir sind schließlich im Pokal weitergekommen, haben die Meisterschaftsspiele gewonnen. Und da wollen wir jetzt weitermachen, Waldorf gegen eine Mannschaft, die mit Sicherheit ein Stück weit auch unerwartet jetzt so weit oben steht. Aber trotzdem eine Mannschaft ist, die wir gerade vor heimlicher Kulisse, wo wir uns immer sehr schwer getan haben. Ja, und da gilt es einfach für uns, diese Dinge, die wir am Samstag in den ersten 25 Minuten vor allen Dingen sehr gut gemacht haben, wieder einzubringen und dann sollte es uns auch gelingen, morgen den nächsten Sieg zu landen. Daniel hat es angesprochen, ich formuliere es mal anders, neigt die Mannschaft vielleicht dazu, in dem Wissen, dass sie jederzeit in der Lage ist, im Spiel 2, 3, 4 Tore zu schießen, so das defensive Denken manchmal so ein bisschen außer Acht zu lassen, gab eine Szene, du sagst, es ist ein arrogantes Nachdenken, gibt es gab eines, Mannes von einem Szene, das war halt, die fand ich symptomatisch, als Karlai im Ball auf Mentler spielt, Mentler kommt dann in den Ball und die lamentieren dann kurz miteinander und der Gegner ist schon in der Rutschersituation drin. Wo du bei einer 3-2-Führung eigentlich dann mit 5, 6 Leuten plötzlich vor dem Ball stehst. Ist das so ein bisschen, dass die Mannschaft gerne zu gerne vielleicht Fußball spielt? Das ist ja eigentlich eine positive Eigenschaft, die Mannschaft hat, dass sie versucht, Fußball zu spielen. Aber was wir immer wieder natürlich auch ansprechen, ist die Tatsache, dass nicht jedes Spiel gleich läuft und nicht jedes Spiel auch so rund läuft, wie man sich das vielleicht vor dem Spiel auch gerne vorstellt. Siehe Frankfurt, wo wir lange Zeit auch gebraucht haben, um in Führung zu gehen. Und damit muss eine Mannschaft bzw. die einzelnen Spieler auch mit umgehen können, dass nicht alles immer wie vom Rot geschnitten herläuft, sondern dass man sich gewisse Dinge einfach auch mal erarbeiten muss, man sich im Gegner auch ein Stück weit mal zurechtlegen muss und bearbeiten muss, um dann vielleicht erst Mitte oder Ende der zweiten Halbzeit dann ein Tor zu erzielen und sich nicht selber dann runterzuziehen, weil man nicht gerade nach 20 Minuten 2-0 führt. Ja? Und
da muss die Mannschaft, der einzelne Spieler dann auch mit umgehen können. Und da kommt dann halt so eine kleine Unzufriedenheit dann immer wieder auf, dass dann dazu führt, dass man sich ein bisschen aktiver, verbal beschäftigt auf dem Platz. Und das hängt dann, das führt dann wieder dazu, dass natürlich dann in der Rückwärtsbewegung dann auch ein paar Meter fehlen, wo der Gegner vielleicht schon in der Vorwärtsbewegung ist und du noch am Lamentieren bist. Das sind Dinge, die haben wir angesprochen, das weiß die Mannschaft auch. Aber es geht natürlich auch darum, diese Dinge auch so wirklich zu verinnerlichen und zu wissen, dass jede Mannschaft in der Regionalliga du erstmal spielen muss und bearbeiten muss. Und dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass unsere Halbzeit zweimal führt. Ja, und dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Botschaft auch angekommen ist und hoffe natürlich auch, dass sich das jetzt im Verlauf der nächsten Spiele so ein bisschen abstellt. Weil am Ende des Tages sind wir aktuell erfolgreich und da geht es überhaupt nicht darum, irgendwas schlecht zu machen oder schlecht zu reden, auch schlechter zu sehen innerhalb der einzelnen Spieler. Es ist gut, wenn die einen hohen Anspruch an sich selbst haben, aber es darf nicht dazu führen, dass man dann untereinander negativ wird. Also vielleicht zu Walders noch was sagen. Wir haben einen Umbruch gehabt vor der Saison, haben uns 3, 4 wirklich Leistungsträger mit Wegers an der Spitze abgegeben, stehen jetzt überraschend vorne, ihr habt sie beobachtet. Ja. Was ist das für eine Mannschaft? Ja, es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, glaube ich, wo der Prozess letzte Saison schon eingesetzt hat. Sie waren ja Mitte der letzten Saison schon ziemlich weit unten, haben dann viele Spieler aus der zweiten, viele junge Spieler dazugezogen, die wirklich griffig waren, die laufstark sind, die Tempo haben und haben damit eigentlich schon diesen Prozess in die Wege geleitet, A, um erstmal in der letzten Saison den Klassenerhalt noch zu schaffen und sind dann jetzt weitergegangen, trotz der Abgänge. Und das hat dazu geführt, dass sie den Schwung einfach mitgenommen haben. Es ist eine Mannschaft, die seit Jahren immer wieder versucht, Fußball zu spielen, die Fußball spielen kann, die auch mittlerweile ganz stark über das Umschaltspiel kommt, weil sie da mittlerweile deutlich mehr Tempo am Flügel und auch im Zentrum haben. Und die Tatsache, dass sie auch extrem stark bei Standards sind. Also ich glaube, sie haben, ich weiß nicht, 12 Tore, glaube ich, erzielt und davon 6 Umschalttore und 5 Standardtore. Also das sagt schon einiges aus über die Qualitäten, die sie haben. Trotzdem glaube ich, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann sollten wir in der Lage sein, Waldorf morgen zu besiegen. Christopher, der Trainer hat es eben gesagt, Waldorf ist ziemlich stark bei Standards. In Barling habt ihr ein Standard-Tor kassiert. Habt ihr da nochmal die Woche besonderes Augenmerk drauf gelegt oder wie habt ihr das verarbeitet? Erstmal angefangen mit einer Videoanalyse und uns das angeschaut, wie wir standen, wie wir stehen. Du hast halt einfach auch zwei Gesichter gesehen. In den ersten 25 Minuten, 30 Minuten total alle griffig, also geil auf den Ball, muss ich das mal sagen, dass jeder reingeflogen ist. Und dann, ja, mit dieser Nachlässigkeit, die wir dann hatten in Manning, wurde es dann auf einmal auch gefährlich bei Standards gegen. Und da müssen wir einfach auch wissen, dass wir 90 Minuten lang vor da sein müssen, vom Kopf her, mental, verbal und vor allem Präsenz im Strafraum, weil so wie wir verteidigen, müssen wir da reinfliegen und da darf halt nichts anbrennen. Ich sag mal, wir haben eine große Mannschaft, finde ich, teilweise. Und die Jungs, die müssen es halt berichten letztendlich. Also, gegen uns müssen bei Standards wacher sein und geiler sein, das Ding zu verteidigen. Wie zufrieden bist du denn jetzt mit den ersten Spielen? Ich meine, 5 Spiele, 5 Siege, eigentlich ein ordentlicher Start in das Ausgang, oder? Ja, natürlich. Immer schön, ich sag mal. Das ist, ich denke auch, wie man sieht, so manche Spiele auch hart erarbeitet, teilweise auch Glück dabei gewesen, es war halt schon von jedem was bei. Und jetzt müssen wir einfach reinkommen in so eine Konstanz, wie der Trainer gerade schon gesagt hat, dass wir bei uns bleiben, nicht zu viel nachdenken, nicht zu viel wollen und weiter diesen einfachen, vor allem guten Fußball zu spielen und defensiv einfach, ja, dass jeder gegen den Ball arbeitet, dass jeder die Null verteidigen will, von vorne bis hinten, dass die Null steht. Und nach vorne wissen wir selber, dass wir immer einen machen können. Aber unser Prinzip muss sein, hinten so lange an die Null halten, wie es geht, voll ranzuhalten und dann, ja, nach vorne haben wir eine brutale Qualität, dass wir immer was machen können. Schau dir das mit dem Einfliegen, hast du ja in Barling in einer Situation schön gezeigt, dass man deinen Abendspiel auch ein bisschen gefeiert. Das ist jetzt so ein Zeichen vielleicht an den einen oder anderen Mitspieler, aber kann man dann von hinten raus, gerade diese Situation, wie der Dominik nochmal geschildert hat, dann mit noch Einfluss auf die Kollegen nehmen und sagen, jetzt mach mal den Schritt noch nach hinten. Oder war das in der Situation, war der da einfach ja, auch zu sehr unter Druck und in der Situation, dass 3-2 gewinnen zu können? Also ich muss sagen, eigentlich hatte ich nicht so das Gefühl, dass man ein Gegentor frisst, wenn ich jetzt
ehrlich. Wenn man sich dann die Entstehung zum 1-1 anschaut, wie kurios das ist, wie die Bälle eigentlich immer vorbeisegeln und wir passiv werden und die dann eigentlich einladen, er den Ball gar nicht richtig trifft und dadurch aber nur vorbeikommt. Und beim zweiten ist ja auch durch uns ein verschuldeter Eckball, wo wir auch dann einfach das Einfache klären müssen. Manchmal ist halt dieses Einfache, was wir machen müssen, das ist das, was uns dann weiterbringt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, manchmal glaube ich zu viel Fußball, man will es zu schön lösen. Manchmal einfach klar in der Aktion, man hat das bereinigt, man schiebt raus und dann ist man da. Dirk Nasonell, Luft auf Zelle und Manu alles an Bord. Kieren zwar, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen, oder? Ja, aber wir haben beide jetzt auch gestern mittrainiert. Bei Manu sieht es dementsprechend auch wieder gut aus. Also ich gehe davon aus, dass nur Zelle Stand heute für morgen ausfallen wird. Option für Dienstag oder? Das will ich hoffen, ja. Ja, das will ich hoffen. Weitere Fragen? Also vor 8 Wochen würde ich sagen, jetzt hast du vielleicht gewusst, was Waldorf bedeutet. Ich glaube, jetzt ist Waldorf schon vorne und bin verloren, guck dir danach. Es ist vielleicht sogar einfacher jetzt zu sagen, da kommt eine Mannschaft, die hat nie verloren, die sind schon vorne. Wusstet ihr ja vielleicht auch irgendwie, dass Baling mit so gut gestartet ist. Das ist vielleicht da so einfach zu sagen, jetzt kommt eine der besseren Mannschaften, zumindest mal zur Zeit. Dann würden wir das noch zur Vorbereitung machen. Dann würden wir andere Mannschaften unterschätzen, das tun wir nicht. Ja. Ich sag mal so, Waldorf sind in dem Sinne sehr gefährlich, weil die letztes Jahr gegen Abschied gespielt haben, ja, die ich ausgehört habe und mitbekommen habe. Und deswegen auch sehr, sehr verschworen ist. Und da wird es halt wieder vonnöten sein, dass wir von Anfang klar gegen den Ball sind, unsere Zweikämpfe gewinnen und dann darüber halt das Fußballspiel machen. Wenn wir unser Spiel aufziehen, dann glaube ich schon, wie der Trainer es gesagt hat, an einem normalen Tag werden wir dann noch das Spiel zu Hause gewinnen. Dirk, guckst du ein bisschen nach Offenbach morgen? Ich hoffe nicht, weil die spielen, glaube ich, zeitgleich mit uns. Also von daher würde es mich von meinem Spiel ablenken. Nein, ich glaube, wir sind jetzt in der Phase auf, wo man wirklich sagen kann, wir wollen und müssen auf uns schauen. Alles, was drumherum passiert, wird dann eh dann noch dazukommen. Also das wissen wir ja, aber Grundvoraussetzung ist immer, dass die eigenen Ergebnisse stimmen. Und meistens ist es dann auch so, dass dann die Parallelspiele dann auch noch ein bisschen positiver laufen. Und dann werden wir sehen, was da am Ende rauskommt. Aber unsere Aufgaben werden hier entfüllt. Gut, dann scheint es keine weiteren Fragen zu geben. Kurz als Info, wir haben morgen noch 3.500 bis 3.700 Zuschauer, wenn ihr frühzeitig kommt, damit die Schlange an den Kassen, die so lange ist, wirklich anfangen kann, können. Dann vielen Dank und gutes Spiel morgen.